Wir sind dabei, uns klar zu machen, was für verschiedene Formen von Demokratien es gibt und nicht in der Weise die Demokratien unterscheiden, ob wir ein parlamentarisches oder ein präsidentielles Regierungssystem oder was immer sonst haben, sondern danach, in welchem Umfang es sich um Demokratien handelt. Der leichte Gedanke ist der von Wolfgang Merkel, dass Demokratie sozusagen eine zusätzliche Systemeigenschaft ist, die dann zum Tragen kommen kann, wenn diese zusätzliche Eigenschaft von Demokratie, nämlich ein bestimmtes Wahlregime, eingebettet ist in andere Voraussetzungen wie Rechtsstaatlichkeit, politische Partizipation und so weiter. Wenn alles da ist, die Rahmenbedingungen von Demokratie plus ein funktionierendes Wahlregime, dann haben wir sozusagen die vollendete, die angemessene, die erstrebenswerte Form von Demokratie. Und es kann sein, dass es bei den einzelnen Bereichen, etwa beim Wahlregime oder bei den Umstandsbedingungen von Demokratie, Defekte gibt und dann entstehen ihrerseits defizitäre Formen von Demokratie. Die gehen wir nun durch und jene, die wir nun zu behandeln haben, ist die sogenannte illiberale Demokratie. Illiberale Demokratie entsteht dadurch, dass bei der Rechtsstaatlichkeit als einer Voraussetzung von Demokratie Defizite da sind. Und dann kann sozusagen das Wahlregime nach wie vor funktionieren, aber wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet ist, ja, dann ist der ganze Partizipations- und pluralistische Willensbildungsprozess samt der Einhegung der Macht der demokratisch Legitimierten fehlerhaft. Diese illiberalen Demokratien können eines Tages auf Seiten der Regierung entstehen, etwa wenn die Regierung die Regeln, die ihr gesetzt sind, Gesetze etwa, die bestehen, immer wieder missachtet, etwa weil sie durch eine Volksabstimmung zu einer Sachfrage sich dazu legitimiert hat, sich über bestehende Gesetze hinwegzusetzen. Beispielsweise gibt es in Afrika so manche politische Systeme, die eine Amtszeitbegrenzung der Staatspräsidenten kennen. Und es kam nicht selten vor, dass da der Staatspräsident eine Volksabstimmung mit der Frage machte, ob denn die Amtszeitbegrenzung für Präsidenten nicht aufgehoben werden sollte. Ja, auf diese Weise kann man natürlich eine Demokratie unter der Hand und eigentlich doch auch ganz offensichtlich in ein autoritäres Regime transformieren. Erste Entstehungsmöglichkeit von illiberaler Demokratie, die Regierung selbst setzt sich gestützt auf plebiszitäre Instrumente, nämlich die falschen, jene, die von oben nach unten wirken, über diese einhängenden Regelungen hinweg. Es kann sogar sein, dass die Regierung etwa gestützt auf Plebiszite oder weil sie es einfach kann, weil es keine machtvollen Gegenakteure gibt, etwa keine kritische Öffentlichkeit. Die Regierung schränkt grundlegende Rechte und Freiheiten von Bürgern ein oder von einzelnen Gruppen von Bürgern und dann entsteht das, was wir behandelt haben, als eine exklusive Demokratie. Machen Sie ein Gedankenexperiment, der Regierung behagt eine bestimmte Partei nicht und Sie als Regierung setzt dann durch, dass die Kommunen dieser Partei, die hier missfällt, keine öffentlichen Räume mehr zur Verfügung stellen, um ihre Parteitage abzuhalten. Sie wirkt darauf hin, dass Bürgermeister in ihren Kommunen, den Gaststätten, den Hotels nahelegen, ja, gefälligst dieser Partei keine Möglichkeit, um ihre Versammlungen durchführen zu können, zur Verfügung zu stellen, weil man ansonsten nicht dafür garantieren könne, dass die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene mit so einem Hotel oder einer solchen Gaststätte weiterhin gut funktionieren würde. Auf diese Weise kann man auf eine ganz effektive Weise politische Parteien um ihre Handlungsmöglichkeiten bringen. Und den Vogel schösste man ab, wenn dann am Schluss eine Regierung, nachdem sie sichergestellt hat, dass eine Partei nicht die ihr durch Parteiengesetz aufgetragenen Versammlungspflichten erfüllt, das mit dem Verweis darauf die Regierung dann der Partei die Teilnahme an Wahlen untersagt, weil sie keine ordnungsgemäßen Wahlversammlungen durchgeführt hat. In Deutschland ist es bislang so recht nicht vorstellbar. In anderen Staaten haben Regierungen auf genau diese Weise oder mit ähnlichen Tricks darauf hingewirkt, dass aus freiheitlichen Demokratien nur noch Demokratiefassaden geworden sind. Und natürlich kann die liberale Demokratie mit Defekten bei der Rechtsstaatlichkeit auch entstehen auf Seiten des Rechts- und Justizsystems. Es kann sein, dass die Rechtsnormen, jene, die in der Verfassung sind oder die in den Gesetzen stehen, dass sie unzulänglich sind, weil man aus welchen Gründen auch immer, etwa um der Exekutive Macht und Spielräume zur eigenen Gestaltung zu überlassen, dass die Gesetze unklar formuliert sind oder dass das Zusammenwirken verschiedener Rechtsnormen der Regierung Freiheitsmöglichkeiten ihres Handelns ermöglicht,
an die Gutgläubige bei der Erlassung dieser Rechtsnormen gar nicht gedacht haben. Es kann auch sein, dass die Rechtsinstitutionen selbst unvollkommen sind, dass etwa Gerichte nicht nach dem Gesichtspunkt der Priorität des Rechtes judizieren, weil die Richter nicht unabhängig sind, sondern Gerichte selbst vorauseilend sich auf die Seite der Regierenden stellen. In Diktaturen ist das ohnehin nicht unüblich, das nennt sich dann beispielsweise sozialistische Gesetzlichkeit. Das Recht hat den Zweck, den Willen der Regierung, eine bestimmte Weltanschauung durchzusetzen, auch in die Praxis umzubauen und in die Praxis hineinzutragen. Das alles kann zu dieser illiberalen Demokratie führen, des Gleichgangsfehlens des Rechtsethos, so nach dem etwas latrinenmäßigen populären Spruch, der da lautet, legal, illegal, scheißegal, ganz gleich, was die Rechtsnormen sagen, dasjenige, was eben politisch jetzt zu tun ist, das muss getan werden. Und ich meine, wenn der Kampf gegen eine bestimmte politische Partei eigentlich vom Gesetz so nicht vorgesehen ist, das Wichtigste ist doch, diese Partei zu bekämpfen, da kann man sich doch nicht an Rechtsnormen halten. Und von den Gerichten erwarten wir, dass sie uns bei unserem Bestreben, diese oder jene Partei klein zu halten, nicht in die Quere kommen. So entsteht eben im Gehäuse von Demokratie Illiberales und das Ganze kann sich dann noch weiter verfestigen, dadurch, dass es Korruption gibt, also üblich wird, öffentliche Ämter für private Zwecke zu gebrauchen und sich diese privaten Zwecke auf gleich welche Weise ausmünzen zu lassen, sei es über Geld, sei es über Protektion, sei es über Erfüllung sonstiger Wünsche. Und folglich kann dann im Schoß einer Demokratie nahtlos der Weg hin zu einer autoritären Diktatur beschritten werden. Eine weitere Schrumpfform oder Entartungsform oder noch unvollkommene Form von Demokratie, je nachdem, ob man es im Werden einer Demokratie oder im Verfall einer Demokratie beobachtet, eine weitere von diesen Übergangsformen unvollkommener Demokratie ist das, was man nennt, eine delegative Demokratie. Delegative Demokratien entstehen durch Defekte bei der Regierungskontrolle. Zur Demokratie gehört der Leitgedanke, dass durch institutionelle Mechanismen die Regierenden dazu angehalten werden, weder allzu lange noch allzu weit von dem abzuweichen, was die Regierenden zu akzeptieren bereit sind. Und wenn man das institutionelle Gefüge einfach nicht so ausbaut, dass die Regierenden gezwungen wären, auf die Regierenden wirklich zu hören, zu achten, sondern wenn hinter der Simulationsfassade von Demokratie eigenständiges und nicht zu verantwortungsziehbares Exekutivhandeln steht, dann entsteht genau das, was sich delegative Demokratie nennt, nämlich die Bevölkerung delegiert Autorität an die Machtelite, an die Regierung. Was sind die Erscheinungsformen dessen, was ich hier abstrakt beschrieben habe? Es kann sein, dass es in einem Staat so eine starke und funktionstüchtige Exekutive gibt, etwa mit einem lupenreinen Spitzendemokraten wie dem derzeitigen russischen Staatspräsidenten, der es versteht, eine Vertikale der Macht aufzubauen, gestützt auf Geheimdienst, Polizei und Militär und sonstige bewaffnete Spezialorgane, während die anderen Institutionen, die es sehr wohl gibt, wie Parlament, Rechtssystem, Zivilgesellschaft, schwach sind oder geschwächt werden, sodass die einzige wirkliche zur Machtentfaltung befähigte Institution im politischen System der Regierungsapparat ist, angeführt sozusagen im Idealfall von einem tatkräftigen Staats- oder Regierungschef. Es kann sein, dass zwar die Zivilgesellschaft nicht schwach ist, dass die anderen Institutionen schon da sind, dass sie aber unzulängliche Möglichkeiten haben, von der Regierung Verantwortung einzufordern. Verantwortung heißt ja, dass jemand gezwungen ist, auf die Fragen eines anderen Antworten zu geben, und dass der andere dann frei ist, mit den Antworten zufrieden zu sein oder nicht, und frei ist, wieder nicht zufrieden ist, Dinge zu tun, die derjenige, den man zur Verantwortung gezogen hat, den man Fragen nach seinem Tun oder Lassen gestellt hat, also Dinge zu tun, die diesem, den man gefragt hat, unangenehm sein können, wenn er keine befriedigenden Antworten zu geben vermag. Wenn ich das System so einrichte, dass es keine wirksamen parlamentarischen Fragemöglichkeiten gibt, wenn man das System so einrichtet, dass auch die Massenmedien im Wesentlichen von der Regierung kontrolliert werden, wenn man das System so einrichtet, dass keine mediale Gegenmacht zur Exekutivmacht aufbaubar ist,
ja, dann fehlt dem Parlament, fehlt der Opposition der Nährgrund, das große Schwungrad, das betätigend man die Regierung zu einer Korrektur ihres Verhaltens veranlassen könnte. Wo es keine Sanktionsmechanismen gibt, keine wirksamen Gegenkräfte, sondern bloß deren Simulation im Verfassungstext und in schönen Gebäuden, wo dann Leute drinnen sitzen, die angeblich die Regierung zu kontrollieren imstande sind, dort kann die Exekutive frei drehen, frei laufen, tun, was sie will. Im schlimmsten Fall freut sich die Bevölkerung noch und sagt, ja, zu viele Köche verderben den Brei, nur wenn alle an einen Strick ziehen und einer klar festlegt, wohin der Strick gezogen wird, nur dann kann für ein Staat was Gutes entstehen. Es ist doch herrlich, dass wir eine Regierung haben, die den Willen des Volkes erkennt und in die Tat umsetzt. Und wie viel besser ist das als dieser entsetzliche Parteienstreit und steht die Regierung verklagt, endlich wird wieder durchregiert. Ja, dann ist die Demokratie aus einer Veranstaltung, wo man Macht auf Zeit delegiert, zu einer Veranstaltung geworden, wo eine Bevölkerung, aus welchen Gründen und wie verführt auch immer, ihre Macht auf Dauer delegiert und sich eines Tages wundert, warum man keinen Widerspruch mehr wirksam artikulieren kann. Es kann der Weg dorthin eingeschlagen werden, wieder einmal dadurch, dass die Rechtsnormen, die in der Verfassung oder in den Gesetzen stehen, einfach unzulänglich sind. Sodass die Regierung dem Buchstaben des Gesetzes entsprechend im Grunde tun und lassen kann, was sie will. Oder weitgehend tun und lassen kann, was sie will. Auch hier ist dann ein nahtloser Übergang hin zu einer autoritären Diktatur möglich. Oder umgekehrt, von einer Diktatur kommend, kann man diese Delegationsrechte ja immer mehr zurückbauen und der Kontrolle von Zivilgesellschaft und anderen Institutionen unterwerfen. Das ist dann der gegenläufige Weg von einer Diktatur hin zu einer Demokratie mit zur Rechenschaft ziehbaren Regierung. Und dann haben wir also einen weiteren Fehltyp oder unzulänglichen Typ von Demokratie, noch die sogenannte Enklavendemokratie. Sie entsteht dadurch, dass die demokratisch kontrollierbare Staatsmacht sich auf manche Bereiche des Staatsgebietes oder auf manche Bereiche der Gesellschaft eben nicht erstreckt. Das klar ist, in dem und dem Landesteil hat die Regierung nichts zu sagen, dort regiert mein Drogenkartell, sodass klar ist, die Regierung mag ja schön demokratisch gewählt sein, aber uns Soldaten hat sie nichts zu sagen. Wir Soldaten sind ein Staat im Staat, wir sind eine eigene Wirtschaftsmacht. Es ist uns ganz egal, wer unter uns die Regierung stellt und dann 2 Millimeter weiter links oder weiter rechts von dem Weg geht, den wir wollen. Es kann auch so sein, und so entsteht moderne Demokratie, dass es zwar für einen Bereich der Staatstätigkeiten demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten gibt, dass aber ein anderer Teil, etwa die Anleitung des Staatsapparates und des Militärs, Sache des Fürsten, des Monarchen ist. Dass es also königliche oder monarchische Prärogativrechte gibt oder Vorrechte gibt, in die von der Volksvertretung her nicht eingegriffen werden darf. Auf dem Papier ist das heute noch in Demokratien, in Monarchien wie der niederländischen Monarchie oder der dänischen Monarchie so, wo wir konstitutionelle Monarchien haben, in denen sozusagen von Rechts wegen die Krone wesentlich mehr tun dürfte, aber in weiser Selbstbeschränkung es nicht auf einen Konflikt mit demokratisch legitimierten Vertretungskörperschaften ankommen lässt. Das heißt, Enklaven sind in einer Demokratie Teile des Staatsgebietes, Teile der Gesellschaft oder Teile dessen, was der Staat zu tun hat, wo der demokratisch legitimierte Zweig der Staatsgewalt nicht hineinreichen kann. Und hier wird nochmal aufgelistet, was ich knapp schon erwähnt habe. Es kann einzelne Vetomächte geben, etwa Guerilla-Bewegungen, wie lange Zeit in einigen Teilstaaten von Mexiko, Milizen geben, wie etwa, ja, das ist nun freilich ein gescheiterter Staat wie in Libyen, wo die Regierung sich einfach nicht durchsetzen kann, weil manche Landesteile eben von Milizen oder von Milizen kontrolliert werden. Militär, Ägypten kann sich sozusagen als ziviler Präsident dann wählen, wenn man will. Die Macht liegt bei den Militärs und macht eine zivile Regierung etwas anderes. Ja, dann stürzt das Militär eben unter westlichem Beifall die zivil gewählte Regierung. Es kann sich um Großgrundbesitzer handeln, wie in weiten Teilen Südamerikas bis heute, denen auch egal ist, wer von ihnen gesponsert die Würde des Staatspräsidenten oder welche Staatsämter innehat. Es muss, um Ulbricht aus anderen Zusammenhängen zu zitieren,
es muss demokratisch aussehen, aber wir großen Grundbesitzer oder großen Industriekapitäne, wir müssen alle Macht in der Hand haben. Es kann sich um Unternehmer handeln, insbesondere auch um mafiöse Unternehmen, die sich dann Staatsbeamte halten, die dasjenige tun oder unterlassen, was einem Unternehmer in die Quere kommen könnte. Und multinationale Konzerne sind insbesondere für finanzschwächere Staaten natürlich eine Beeinträchtigung dessen, was der Staat machen kann. Multinationale Unternehmen wie Google, IBM, Siemens, VW, sie sind mächtiger als der größte Teil der Staaten der Erde. Und wenn in meinem kleinen Staat zwei internationale Unternehmen ihren Sitz haben und glaubwürdig drohen, sie würden meinen Staat verlassen, wenn wir als Regierung nicht dieses oder jenes täten, ja, dann ist die Möglichkeit, selbst demokratisch legitimierten Willen in meinem Staat umzusetzen, doch sehr, sehr limitiert. Es gibt dann Enklaven, in die die Staatsmacht nicht hineinreicht und somit auch die Demokratie nicht hineinreicht. Das können dann auch bestimmte Teile des Staatsgebietes sein, was ich alle schon dargestellt habe. Und gerade demokratisch bestellte Politiker begreifen dann, dass sie an dieses oder jenes am besten nicht tasten, weil dann entfällt die und jene Wahlkampffinanzierung, dann entfällt diese oder jene Zuwendung in die Kassen der eigenen Partei oder der eigenen Familie und dann unterlässt man dieses und jenes eben. Nach außen kann man den ganzen Apparat von Demokratie weiter bedienen, man kann sogar Oppositionsparteien haben, aber wenn die Führer der Oppositionsparteien genauso auf der Schmierliste von Großkonzernen stehen wie die Führer der jeweiligen Regierungspartei, welchen Unterschied macht es dann, wer gerade an der Macht ist, formell an der Macht ist? Die eigentlichen Machthaber bleiben eben doch die gleichen. Unter welchen Umständen kommt es zu solchen Enklavendemokratien? Ja, eines Teils ist es eine ganz einfache Machtfrage. Bloß weil ich einen Staat mit demokratischen Zugriffsmöglichkeiten auf die Gesellschaft haben will, habe ich ihn ja noch lange nicht. Die Spanier haben zu Franco-Zeiten noch den schönen Begriff der Poderes Facticus geprägt. Das sind die faktisch vorhandenen Machtträger, die deswegen nicht verschwinden, bloß weil ich sage, ach, lasst uns mal so eine Wahl machen oder lasst uns mal an Demokratie glauben. Die bleiben da, die spielen das Spiel halt eben mit. Und sowas wie Mafia, internationale Kartelle oder befreite Zonen, ob das nun national befreite Zonen oder vom Rassismus befreite Zonen oder von der autoritären Staatsmacht befreite Zonen sind, ja, dort kann dann nicht hineinregiert werden, solange man nicht sich durchgesetzt hat. Wenn Sie auf die Vorgänge in Kolumbien blicken, den Versuch mit den Drogenkartellen zurechtzukommen, auch auf die Vorgänge vor so 10, 15 Jahren in Mexiko blicken und darauf blicken, was demnächst in Venezuela sich ereignen wird, dann haben Sie genau vor Augen, wovon die Rede ist. Es kann auch sein, dass eben die Verfassung selbst nicht die flächendeckende Durchsetzung von Demokratie vorsieht. In manchen Bereichen leuchtet uns das auch weitgehend ein, dass der Sport keine demokratische Veranstaltung ist, dass man nicht durch allgemeine Wahlen unter den DFB-Mitgliedern wählt, wer denn der deutsche Fußballmeister oder Pokalsieger sein soll, sondern dass das einfach nach auf den Fußballplatz gebrachten Machtverhältnissen geklärt wird, wer eben Meister oder Pokalsieger wird. Und dass die Demokratie nicht das Mindeste zu suchen hat, das leuchtet allen ein. Vielen Leuten leuchtet auch ein, dass eine Volkswirtschaft schlecht nach demokratischen Gesichtspunkten auszugestalten ist. Also das Volk macht eine Volksabstimmung darüber, wie die Besoldungsstruktur der Bediensteten im Straßenreinigungsgewerbe oder in der Bankwirtschaft sein soll. Und dann funktioniert das. Das Volk macht eine Volksabstimmung darüber, zu welchen Preisen man Güter ins Ausland verkauft oder vom Ausland einkauft. Ja, das kann man alles machen. Aber wenn die Preise nicht jene sind, die auch auf dem Markt erzielbar wären, dann wird man die Volkswirtschaft ruinieren. Deswegen in westlichen Staaten die Wirtschaft in der Regel von politischer ist gleich demokratischer Einflussnahme weitgehend ausgenommen wird. Weitgehend deswegen, weil es zwei unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten gibt. Die eine Zugriffsmöglichkeit nennt sich Ordnungspolitik, wo der Staat, gestützt auf demokratischer Willensbildung, die Ordnungsparameter setzt. Etwa eine Eigentumsverfassung macht, auf der sich eine private Wirtschaft erhebt und zugleich sich als Sozialstaat ausgestaltet, dass aus dem Wirtschaftsprozess so viel an Erträgen
abgezogen wird, dass der Staat daraus sein umverteilendes System unter dem Leitgedanken sozialer Gerechtigkeit finanzieren kann. Und das andere ist der interventionistische Zugriff, wo eine Prozesssteuerung versucht wird, wo dann eben sozusagen idealerweise demokratisch ein Planungsprozess sich vollzieht. Aber schon Planung demokratisch zu machen, wird schwierig. Meistens ist es dann demokratischer Zentralismus, der hinter Planungsvorgängen steht. Und das alles scheitert, ökonomisch gesprochen, immer am Informationsproblem, weil jene, die eine Detailplanung machen, gar nicht jene Informationen haben, die sie haben müssten, um ein so dynamisches System wie eine Volkswirtschaft auf 5 Jahre oder auf 2 Jahre präzise zu planen. Das heißt, aus Funktionalitätsgründen sind manche Bereiche der uns alle betreffenden Lebenswelt ohnehin dem staatlichen, ist dann auch gleich dem demokratischen Zugriff entzogen. Es kann aber auch sein, dass aufgrund der Entwicklung von Demokratie in nicht-demokratischen Systemen viele von den bestehenden Machtverhältnissen fortgeschrieben werden. Das war mein Verweis vorhin auf die Fortbestände von monarchischer Macht, selbst in Demokratie. In Großbritannien zum Beispiel, im Vereinigten Königreich, ist es auf dem Papier immer noch die Krone, welche Beamte er nennt, die Politik bestimmt und so weiter, das Parlament auflöst. Lediglich faktisch ist die Macht zum Chef des Unterhauses gewandert im Laufe der Jahrhunderte. Und dennoch wird die Fiktion aufrechterhalten, dass alles im Namen der Krone geschieht. Soweit ist es in den Niederlanden, soweit ist es in Dänemark wie gediehen. In den Niederlanden nimmt die Krone, die Königin, der König, höchstpersönlich an Kabinettssitzungen teil und übt politischen Einfluss aus. Was naturgemäß mit demokratischen Vorstellungen überhaupt nicht vereinbar ist. Oder dass der König dafür zuständig ist, auszuschnacksen, wer denn Ministerpräsident werden soll, wie das in Spanien der Fall ist. Auch das ist ein Fortbestand nicht demokratischer Politikmuster in einem Staat, der eine Demokratie sein will. Wo immer es solche Enklaven gibt, werden die politischen Prozesse der Machtbildung, der Machtausübung, der Machtkontrolle verzerrt. Sie werden verzerrt zugunsten von poderes facticos, von faktischen Machtträgern, die dann als Vetogruppen auftreten. Ob das Wirtschaftsunternehmen sind, ob das Stände sind, ob das Klassen sind oder ob das mafiöse Strukturen sind. Und da muss man gar nicht weit gehen. Es reicht sozusagen Süditalien und es reicht das Wissen, dass viele Mafia-Clans im Wesentlichen von Deutschland ausgesteuert werden. Wir haben in Deutschland selbst diese faktischen Kräfte, die aber nach Möglichkeit dafür sorgen, dass man sie nach Möglichkeit nicht entdeckt, dass sie als getarnte Elefanten dem, was politisch gewollt ist, Grenzen setzen. Und das Ziel ist immer dann erreicht, wenn Politiker mit den Achseln zucken und sagen, ja mein Gott, wir wüssten schon, dass wir dies oder jenes machen sollten, dies und jenes nicht tolerieren sollten, von Drogenmärkten bis hin zur Parallelgesellschaftlichkeit mit anderen Rechtssystemen innerhalb eines überwölbenden Rechtsraums wie des Deutschen. Aber was will man dagegen machen? Es sind so viele, wir haben gar nicht genügend viele Polizisten, so viele Staatsanwälte haben wir gar nicht. Der Staat kommt hier an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit. Und natürlich sind die Grenzen der Durchgriffsmöglichkeiten des Staates auch die Grenzen der Demokratie. Und das ist kein abstraktes Problem, sondern ein höchst konkretes. Und als Resultat bestehen dann Bereiche von autoritärer Diktatur oder von unzulänglicher Staatlichkeit, persönliche Herrschaft, etwa in mafiösen Strukturen, besteht das auch in nominellen oder partiell auch wirklichen Demokratien fort. Oder bestehende Demokratien reautorisieren sich dadurch, dass solche Enklaven staatsfreier sich um die staatlichen Gesetze nicht scherende Tätigkeit aufkommen und sich ausbreiten. So viel also zu den Formen von Demokratie. Jetzt müssen wir uns die Frage vorlegen, ja, woran erkennen wir, dass eine Demokratie vorliegt? Im Großen und Ganzen haben wir einige Leitkonzepte, starke und schwache Demokratie, radikale und minimale Demokratie. Und das alles ist schön und gut, aber lässt sich unter den vielen Staaten der Welt nicht irgendwie auch sozusagen messbar machen,
ob eine Demokratie besteht und in welchem Umfang ein Staat seine Demokratie geworden ist. Die blanke Wahrheit lautet, es ist überhaupt nicht schwer, Demokratien von Diktaturen zu unterscheiden, selbst wenn es immer Übergangsbereiche gibt, wo nicht klar ist, ist das schon eine Diktatur oder noch eine Diktatur, schon eine Demokratie oder noch eine Demokratie. Das geht ziemlich gut. Was aber noch nicht befriedigend gelöst ist, ist, wie man in etablierten Demokratien, die man als Demokratien akzeptiert, wie man dort Unterschiede sozusagen in der Qualität von Demokratie, im Ausprägungsgrad von Demokratie messen kann, und zwar so messen kann, dass man nicht irgendwelche Zahlen am Schluss hat, die man glauben oder nicht glauben kann, sondern solche Zahlen, die reale Unterschiede, Unterschiede, die wirklich existieren zwischen den politischen Systemen, ausdrücken. Das ist eine noch nicht ganz befriedigend gelöste Aufgabe. Das Bestmögliche, was ich ja tun kann, ist, Ihnen die geläufigsten Maßzahlen, die geläufigsten Messungsweisen vorzustellen und zu sagen, dass in der Literatur auf das alle stoßen werden, und im Verlauf der nächsten 15, 20, 30 Jahre wird es auch weitere und hoffentlich bessere Maßzahlen geben, als die bislang verfügbar. Fangen wir an mit dem Demokratieindex von Jaggers, Gurr und Marshall. Was ist der Leitgedanke hier? Der Leitgedanke ist, naja, es gibt zwei Extrempunkte, Autokratien und Demokratien, so haben wir auch unseren dreidimensionalen Merkmalsraum im Wesentlichen gegliedert. Und in fünf Dimensionen, statt in drei, wie wir sie für Anschaulichkeitszwecke immer verwenden, in fünf Dimensionen verorten wir die Staaten zwischen Autokratie und Demokratie. Autokratie kriegt den Wert von minus 10, Demokratie ganz klar den Wert von plus 10, was uns genau in der Mitte zu liegen scheint, bei den einzelnen Dimensionen kriegt die 0. Und was sind die einzelnen Dimensionen, auf die man blickt? Der Wettbewerbsgrad der politischen Beteiligung, gibt es Kompetitivität im Streben nach politischen Wirkungsmöglichkeiten oder dürfen alle nur an einem einzigen Strick ziehen? Wie schaut es aus mit Regulierung der politischen Partizipation? Bestimmt jeder selbst, wie und wie weit er sich beteiligt, oder gibt der Staat vor, was man tun muss? Etwa die Regierung zu bejubeln? Wie groß ist der Wettbewerbsgrad bei der Rekrutierung der Exekutive? Wenn es darum geht, Jobs in der Regierung zu besetzen, ist das frei für jedermann oder bloß zugänglich für bestimmte Leute? Da fällt Ihnen hoffentlich gleich ein, dass es hier den Unterschied zwischen präsidentiellen und parlamentarischen Regierungssystemen gibt. Im parlamentarischen Regierungssystem hat im Grunde, nicht immer, aber im Wesentlichen nur Leute Chance, Teil der Exekutive zu werden, die zunächst einmal Parlamentarier geworden sind. Im präsidentiellen Regierungssystem ist es in der Regel hinderlich, ein Parlamentarier zu sein, wenn man in die exekutiven Positionen gelangen will. Ab und zu muss man da sogar sein Mandat aufgeben, wenn man es davor inne hat. Offenheit der Rekrutierung der Exekutive, kann da jeder sagen, ich möchte Staatspräsident werden, auch wenn ich sozusagen ein Neuling bin, wie der jetzige französische Staatspräsident, oder braucht es da so einen längeren Kursus von Rom? Und wie schaut es aus mit der Begrenzung der Anzahl an der Regierungsspitze? Der Leitgedanke ist der, wenn Regierungschefs unglaublich lange im Amt sein können, dann entstehen autoritäre Politikmuster. Wenn ein Regierungschef, sagen wir mal, nach 2 oder nach 4 oder spätestens nach 8 Jahren abtreten muss oder nach 7 Jahren oder nach 5, wie man das eben im Einzelnen regeln mag, ja, dann ist das Risiko, dass Autoritarismus entsteht, nicht so groß. Und da leuchtet ein, naja, im präsidentiellen Regierungssystem kann man relativ leicht die Amtszeitbegrenzung machen. Wie macht man es in parlamentarischen Regierungssystemen? Wenn die CDU unbedingt die Angela Merkel aufstellen will und die Deutschen unbedingt die CDU zur stärksten Partei machen wollen, ja mein Gott, wie begrenzt man dann die Amtszeit der Bundesangela? Ist das dann ein Hinweis darauf, dass unser System zu einer autoritären Herrschaft geworden ist, dass wir eine Kanzlerdiktatorin hätten? Und wir merken auch, da sind wir wieder ganz aktuell Debatten, weil manche Leute ja tatsächlich glauben, wir hätten eine Kanzlerdiktatorin. Also das sind die 5 Dimensionen, in denen dann Experten die Staaten verorten, die sie dann wechselseitig kontrollieren. Das zeige ich Ihnen an einem anderen Messverfahren, wie man sich das im Einzelnen vorstellen muss. Derzeit liegen für so gut 160 Länder Indexwerte vor, teils haben wir sogar die Indexwerte von Historikern und in historischer Perspektive ausgearbeitet, zwischen 1800 und fast der Gegenwart. Demokratien
sind dann Staaten, die in diesen 5 Dimensionen einen Gesamtindexwert von 6 bis 10 erhalten. 2011 konnten unter den knapp 200 Staaten der Welt ungefähr die Hälfte als Demokratien identifiziert werden. Naja, nachdem die Kriterien halbwegs klar sind, ist es schon so, dass die meisten Experten anhand dieser Kriterien zu gleichen oder zu ziemlich ähnlichen Ergebnissen kommen. Das nennt sich Reliabilität eines Messinstruments. Interreliant ist ein Messinstrument, wenn es in den Händen von Meyer, Müller und Schulz die gleichen Ergebnisse liefert. Intrareliant ist ein Messinstrument, wenn es bei einer Messung heute Vormittag die gleichen Resultate liefert wie bei einer Messung heute Abend oder morgen Mittag. Und das ist natürlich ein wichtiges Erfordernis für sämtliche Messinstrumente. Sie dürfen nicht nach Lust und Laune und Tagesform unterschiedliche Ergebnisse liefern. Aber die Validität ist hier problematisch bei diesem Jagger-Skerr-Index. Validität meint, dass eine Messung das misst, was wirklich gemessen werden soll. Nur als Extrembeispiel, wenn ich messen will, wie intelligent jemand ist, und ich nehme als Maß seine Schuhgröße, dann leuchtet jedem ein, damit misst man alles Mögliche, aber vermutlich nicht die Intelligenz eines Menschen. Das ist eine invalide Messung. Und die psychologischen Testverfahren, die dann die IQs und so weiter berechnen, die behaupten dann wesentlich valider zu sein, also tatsächlich sowas wie Intelligenz zu messen. Das müssen wir hier nicht diskutieren. Hier müssen wir uns nur darauf beschränken zu sagen, dass der Leitgedanke Offenheit bei der Rekrutierung der Exekutive den Gegenstand häufig verfehlt. Weil hier aufgrund des Index selbst Systeme mit dem alten Dualismus zwischen Legislative und Exekutive besser abschneiden als parlamentarische Regierungssysteme, wo die Exekutiven aus den Parlamenten hervorgehen und neuer Dualismus vorliegt. Das ist ein Validitätsmangel, ein Zuverlässigkeitsmangel der Messung, die in diesem Index einfach eingebaut ist, weswegen es keine ganz überzeugenden Gründe gibt, ihn ständig zu verwenden. Es gibt dann von Tatu Vanhanen den anderen Demokratieindex, der eigentlich ganz leicht zu berechnen ist und seine Pferdefüße an andere Stelle zeigt. Das ist ein kontinuierlicher Indexwert, der wird dadurch gebildet, dass man zwei Werte miteinander multipliziert und dann durch 100 teilt. Nämlich Wert Nummer 1, die Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ermittelt dadurch, dass man pro Wahl die Zahl der aktiven Wähler aus der amtlichen Wahlstatistik entnimmt, sie durch die Bevölkerungszahl teilt und den Prozentwert dadurch erhält, dass man die Sache mit 100 multipliziert. Wie viel Prozent der Bevölkerung darf an Wahlen teilnehmen und nimmt an den Wahlen auch tatsächlich teil? Der Leitgedanke ist, wenn von 1 Million Leute plus 100 Leute zur Wahl gehen können, naja, dann wird das wahrscheinlich eine sehr exklusive Demokratie sein, wenn überhaupt eine. Und der andere Messwert, das ist der Wahlwettbewerb, der wird nach diesem Index dadurch ermittelt, dass man nachschaut, wie viele Prozent der Sitze im Parlament hat die stärkste Partei bei der Wahl gewonnen. Und das zieht man von 100 ab. Der Leitgedanke ist, wenn die stärkste Partei 100% der Parlamentssitze gewonnen hat, also nur eine einzige Partei im Parlament ist, dann ist das kein Hinweis darauf, dass es ein sehr auf Wettbewerb gegründetes politisches System gibt. Das spricht dann eher nach einer Diktatur mit Einheitsparteien. Sollten Sie im Parlament 20 Parteien haben, naja, das spricht dann für sehr viel Kompetitivität. Ob das Ganze dann zu einem stabilen parlamentarischen Regierungssystem führt, das ist dann freilich eine ganz andere Frage. So ermittelt man sehr objektiv, sehr reliabel zwei Maßzahlen, die multipliziert man miteinander, teils durch 100 und auf diese Weise entstehen Werte zwischen 0 und 100, rechnen Sie das für sich nach. Wobei 100 in der Wirklichkeit nicht vorkommt, auch mathematisch nicht vorkommt. Und nach Konvention, man sagt, ab einem Indexwert von 5 besteht Demokratie, das heißt die Wahlbeteiligung, wenn man es dann ausdeutscht, was das tatsächlich bedeutet, ist dann in der Regel dieser Wert erreicht, wenn die Wahlbeteiligung größer als 10% und die Wettbewerbskomponente im politischen System größer als ungefähr 30% ist. Aha, naja. So kann man es ausrechnen. Wir haben tatsächlich Indexwerte für fast alle Staaten der Welt. Und weil das relativ leicht zu berechnen ist, haben wir Werte seit Beginn von Demokratisierung. Im Jahr 2003 fand man da nicht weniger als 132 Demokratien unter den ungefähr 200 Staaten oder 190 Staaten,
die es auf der Erde gibt. Das klingt ganz toll. Dieser Index hat aber einige Schwächen. Erstens unterbewertet er den Demokratiegrad von Staaten mit junger Bevölkerung, wo die Leute noch nicht wahlberechtigt sind. Und das sind nun mal in der Ehe der sogenannten Dritten Welt gar nicht wenige Staaten. Iran, Nigeria und so weiter. Das sind Staaten mit unglaublich vielen jungen Leuten, die naturgemäß noch nicht das Wahlrecht haben. Und Staaten, in denen es Wahlpflicht gibt, wie etwa Belgien, die werden bevorzugt. Es werden auch Staaten bevorzugt, wo es eine amtliche Wählerregistrierung gibt, wie in Deutschland, wo sie vom Staat, von der Kommune zugeschickt bekommen, am so und so vielten ist die und die Wahl und dann sich in dem und dem Wahllokal einzubinden. Andere Staaten wie die USA kennen sowas nicht, weil es dort auch keine Meldepflicht und keine Melderegister gibt. Das müssen sie sich selbst als Wähler registrieren lassen, was man dann mit Hürden versehen kann. Und das alles geht da hier in den Index ein, als mache das in der Praxis keinen Unterschied. Das Allerschlimmste ist aber, nee, das noch nicht, aber das Allerschlimmste, verzerrend wirkt das Staat mit fragmentierten Parteiensystemen, hier ist besonders demokratisch geltend. War das Vereinigte Königreich weniger demokratisch als das Sechsparteiensystem, das wir demnächst in der Bundesrepublik Deutschland haben werden, als im Vereinigten Königreich bloß die Konservativen und die Labour Party sich die Macht abwechselnd genommen haben? War die britische Monarchie da weniger oder die britische Demokratie da weniger demokratisch als die derzeitige deutsche? Das macht keinen Sinn. Und das Allerschlimmste ist, das subjektive Element. Es gibt ja Staaten, in denen wird nicht nur das Parlament gewählt, sondern werden auch die Präsidenten gewählt. Und schwuppdiwupp gibt es mehr Wahlen und mehr Elektoratsteilnehmer. Und was überhaupt fehlt, ist die Berücksichtigung plebiszitärer Instrumente. Der Index ignoriert voll und ganz, ob es Volksabstimmungen gibt, also ob Volksabstimmungen mit Demokratie nichts zu tun hätten. Und er liefert dann ab und zu sehr unplausible Werte. Vor so 3-4 Jahren war in der Zeitschrift der Parlamentsfragen eine schöne Analyse, wo der Index auf Schweizer Kantone angewendet worden ist, mit dem schönen Ergebnis, dass in den Schweizer Kantonen im Grunde eine sehr defizitäre Demokratie besteht. Und aus der Alltagserfahrung von Schweizern und den anderen Befunden vollständig widerspricht. Auch der ist also, wie sich zeigt, zwar leicht berechenbar, aber nicht ohne Probleme. Wesentlich komplex ist der Freedom House Index und bei dem werden wir jetzt ein wenig verweilen. Freedom House, das ist ein Forschungsinstitut in Washington, im Wesentlichen von der amerikanischen Regierung finanziert, solange der herrschende Donaldismus die Sache nicht abschafft wenigstens. Und das Ziel ist, die Wertschätzung und Praxis von liberaler Demokratie weltweit zu fördern. Dahinter steht also ein klares missionarisches Bedürfnis. Und wenn ich etwas für liberale Demokratie in der Welt tun will, ist es nicht schadhaft oder schadet es nicht, einfach mal rauszukriegen, ja, wie schaut es denn weltweit mit Demokratie überhaupt aus? Was sind so die zentralen Faktoren von Demokratie? An welchen Rädern muss ich drehen? Und welche Konstellationen von Rädern, an denen man drehen kann, um Demokratie herbeizuführen, zeigen an, wie viel an Demokratie in so einem Land schon realisiert wird. Das sind also die Leitgedanken hinter dem Freedom House Index. Und hier muss man schon mal als erstes einschränkend sagen, dieser Freedom House Index erfasst in erster Linie nicht Demokratie, sondern Freiheitsrechte. Achtung, an der Stelle muss man sich klar machen, dass Demokratie zwar eine der Erscheinungsformen von Freiheit ist, nämlich die Freiheit auf das Regierungshandeln Einfluss zu nehmen, aber Freiheit fängt schon längst vor der Demokratie an, nämlich mit Rechtssicherheit, mit Rechtsstaatlichkeit, mit den Habeas Corpus Rechten. Und das heißt, viel an Freiheit ist auch ohne Demokratie schon da, sodass eigentlich weniger gemessen wird, als man den Leitgedanken von Merkel im Hinterkopf gerne messen möchte. Nämlich, ob innerhalb eines umbettenden Systems von Institutionen, zu denen die Sicherung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit gehört, ob also da auch noch ein tüchtiges Wahlregime draufgesetzt wird. Worauf blicken jene, welche die Indexwerte nach diesem Freedom House Index berechnen? Die haben umfangreiche Checklisten zur Verwirklichung politischer Rechte und bürgerlicher Freiheiten. Und ich muss jetzt nicht aufzählen, was darunter fällt. Das weiß in diesem Hörsaal hoffentlich ein jeder. Diese Checklisten werden von Experten auf die einzelnen Länder der Erde angewendet mit der Frage, wo steht denn dieses Land gemessen an dieser Checkliste? Und dabei werden auf den einzelnen Skalen, die ich noch näher erläutern werde,
Ziffern vergeben von 1, in der Schulnote das Bestmögliche, was man sich hier wünschen kann, und 7, das ist ja noch schlechter als 6, ungenügend, das ist ja ganz furchtbar. Wenn man also diese erste Kodierung gemacht hat, also anhand von Checklisten, die einzelnen Staaten durch Experten auf die Staaten hat blicken lassen und die einzelnen Staaten in den einzelnen Dimensionen hat bepunkten lassen, dann hat man Häufigkeitsverteilung quer über die Staaten der Welt. Und dann kann man sehen, ja, wie schaut die Häufigkeitsverteilung aus? Ist das eine Normalverteilung? Ist das eine zweigipfelige Verteilung? Wo steigt es an? Wo gibt es Löcher? Ist es, also wie schaut die Verteilung aus? Und in Abhängigkeit davon, was man dann sieht, macht man sich dann darin, Schwellenwerte festzulegen. Ab welchem Schwellenwert kann man ein Land als frei, als teilweise frei oder als nicht frei bewerten? Muss wiederum Experten machen, die einander wechselseitig kontrollieren. Und wie effektiv man das machen kann, zeige ich Ihnen dann am Bertelsmann-Transformationsindex. Dieser Index wird seit 1972 jährlich erhoben. Und fast sozusagen alles, was es derzeit an Ländern auf der Welt gibt. Die Validität ist ziemlich hoch, weil hier tatsächlich politische Freiheitsrechte, von denen Demokratie eines ist, betrachtet werden. Aber es sind Experten, welche die Bepunktung vornehmen. Und ob schon man sie kontrolliert und so weiter, ist es so, dass man ab und zu auch zu anderen Punktergebnissen kommen könnte. Bei Einzelbepunktungen ist das nicht so schlimm, aber wenn man die Schwellenwerte festlegt, ja, dann macht ab und zu ein Punkt oder zwei Punkte den Unterschied aus, ob ich einen Staat als frei oder als nur teilweise frei einschätze. Würde ich die Schwelle anders ziehen, sehen manche Karten anders aus. Folglich ist die Reliabilität, die Verlässlichkeit, nicht über sämtliche Zweifel erhaben. Was sieht man im Licht von diesem Index weltweit? Nur das, was auf dieser Karte drinnen steht. Und wenn Sie das vergleichen mit vielen anderen Karten, die wir inzwischen gesehen haben, entdecken Sie wie üblich das Gleiche. Freie Staaten, das ist im Wesentlichen die nordamerikanische Welt, das ist West, Süd, Nord, Mittel- und Mittelosteuropa, das ist Großteil von Südamerika, das ist das südliche Afrika, also Kolonialgebiet der Briten. Und das sind andere britische Kolonien wie, oder ehemalige britische Kolonien wie Indien, Australien, Neuseeland, das ist Japan, ja, und inzwischen sogar die äußere Mongolei. Und unfrei, naja, das ist so der ganze Rest, die schönen großen Diktaturen, Russland, China, große Teile von Afrika, wo wir nach anderen Indizes gesehen haben, dass Human Development relativ niedrig ist, dass Korruption relativ hoch ist. Also die ganzen Problemzonen, die wir schon entdeckt haben, die entdecken wir hier wieder neu und erkennen folglich auch Voraussetzungen für freiheitliches Regieren. Detaillierter gehen wir ein auf den Bertelsmann-Transformationsindex. Dieser Bertelsmann-Transformationsindex, der blickt darauf, wie den Staaten, die noch nicht zu dieser sozusagen glücklichen nordamerikanisch-europäischen, westlichen und westlich gewordenen Welt gehören, sondern so wie es lange Zeit die Vorstellung war, auf dem Wege sind, sich dem Vorbild der so ganz perfekten westlichen Staaten aufzustreben. Es wird also durch diesen Index untersucht, wie weit denn auf dem Weg zur Transformation hin zu Demokratien, zu rechtsstaatlichen Demokratien mit sozialpolitisch frankierter Marktwirtschaft die einzelnen Staaten gelangt sind. Also, wir haben ganz oben die fest etablierten Demokratien, wie unser ganzes politisches Weltgeschehen und Systemgeschehen in Europa und in Amerika und so weiter. Und dann haben wir die sozusagen wenigen glücklichen Staaten der Welt, die irgendwo auf ihrem Werdeprozess stehen geblieben sind oder gerade angekommen sind oder auf einen bestimmten Stand zurückgefallen sind. Und nochmal, die zentralen Kriterien sind rechtsstaatliche Demokratie, Wahlregime plus Freiheitssicherung durch Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, also wirtschaftliche Freiheit, die aber sozialpolitisch flankiert wird, also wo nicht einfach das Regime des Manchester-Kapitalismus herrscht, wo jene, die Geld haben, sich hinwegsetzen können im Beschränken des Rechtes, eben weil sie es können und weil sie von Politik als faktische Mächte in Rechnung zu stellen sind. Wie wird der erstellt? Hier gibt es durch Experten ausführliche Ländergutachten, die anhand von Checklisten, auf die wir gleich zu sprechen kommen, über den jeweiligen Entwicklungsstand, gemessen an den Checklisten des Landes informieren, über die Problemlagen des Landes und über die Steuerungsleistung
des dortigen politischen Systems, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems. Der Leitgedanke dahinter ist, ein Staat, der keine Steuerungsmöglichkeiten hat, ja, der kann nun demokratisch oder nicht demokratisch sein, der kann eh nichts tun, weil er nicht steuern kann. Es braucht zunächst die Steuerungsmöglichkeiten und die können dann rechtsstaatlich eingehegt und demokratisch rückgebunden werden. Es werden also Ländergutachten gemacht und dann kommen die Länderexperten, kriegen ein standardisiertes Codebuch und prüfen für jedes der Länder, der nicht voll sozusagen konsolidierten Demokratien, die hier einbezogen werden, prüfen für jedes dieser Länder anhand von 17 Kriterien mit insgesamt nicht weniger als 52 Indikatoren, wie weit ein Staat bei seiner Transformation hin zu einer rechtsstaatlichen Demokratie mit sozialpolitisch flankierter Marktwirtschaft gelangt ist. Und entlang dieser 17 Kriterien mit 52 Indikatoren vergeben die Experten Punkte und begründen ihre Einschätzung. Bevor wir weitergehen in dem ganzen Erarbeitungsverfahren, schauen wir uns die Kriterien an. Die Kriterien des Bertelsmann-Transformationsindex umfassen einerseits die politische Transformation, also wie weit ist Staatlichkeit erzielt worden, womit wir auch das Semester begonnen haben. Wie weit reicht die politische Partizipation? Wie weit ist Rechtsstaatlichkeit, das basale Freiheitssicherung gedient? Wie stabil sind die politischen Institutionen? Denn wenn politische Institutionen schön Wettergeschöpfe sind, die bei der kleinsten Krise zusammenbrechen, ja, dann ist für Freiheit und Demokratie auch nicht viel gewonnen. Und wie schaut es aus mit der politischen und gesellschaftlichen Integration? Zur Demokratie gehört Streit, aber Streit, der in Bürgerkrieg mündet, der ist auch nicht gerade freiheitsförderlich. Es braucht Streit auf der Grundlage eines belastbaren Basiskonsenses. Es braucht Streit auf der Grundlage selbstverständlichen gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und hier wird in der Abteilung politische Transformation geprüft, wie es in den einzelnen Staaten entlang dieser Indikatoren aussieht. Es wird geblickt auf die wirtschaftliche Transformation. Was ist das sozioökonomische Entwicklungsniveau? Wie schaut es aus mit Markt- und Wettbewerbsordnung? Währungs- und Preisstabilität? Gibt es Privateigentum? Wie weit ist es ein tatsächlich nutzbares Privateigentum? Wie schaut die Sozialordnung aus? An der Manchester-Kapitalismus oder zumindest rudimentäre Sozialstaatlichkeit? Wie schaut die Leistungsstärke der Volkswirtschaft aus? Hier ist der Leitgedanke der, eine Wirtschaft, die kaum was abwirft, wo man keine Steuern abheben kann, weil einfach zu wenig überhaupt an Wirtschaft da ist, ja, die wird auch keinen sehr wirkungsvollen Staat tragen können. Und dann läuft Demokratie auch wieder ins Leere. Und Nachhaltigkeit gehört zur wirtschaftlichen Transformation. Was nutzt es, wenn man die Reichtümer und die Arbeitskraft eines Landes 10, 15 Jahre lang ausnutzt und dann hinterlässt man sozusagen eine ausgebeutete Ruine, eine sozial ausgebeutete, eine ökonomisch ausgebeutete, eine infrastrukturell ausgebeutete Landschaft. Und das nächste ist die Managementleistung, nämlich wie schaut es aus mit der Gestaltungsfähigkeit der Verantwortlichen für Politik und Wirtschaft? Wie effizient setzen Sie die verfügbaren Ressourcen ein? Wie stark schaffen Sie es, die Führenden, die Manager von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, Konsens zu bilden, sodass man an einem Strick zieht oder zumindest an nicht zu vielen Stricken in ganz verschiedene Richtungen zieht, was dann ein Land nicht weiterbringt? Wie schaut es aus mit internationalen Zusammenarbeit? Und natürlich das Ganze bezogen auf den Schwierigkeitsgrad der zu bewältigenden Aufgaben. Ein Staat, der im Großen und Ganzen funktioniert, ist naturgemäß leichter zu führen als ein Staat in einer Situation des Bürgerkrieges oder nach einem Bürgerkrieg mit gewaltigen sozialen Spannungen. Das sind so die zentralen Kriterien und jetzt schauen wir speziell in die politischen Transformationskriterien hinein. Die wirtschaftlichen und sonstigen müssen wir außen vor, das können Sie im Internet bequem nachlesen. Bei Staatlichkeit wird bewertet, wie weit ist das staatliche Gewaltmonopol gediehen, also verfügt nur der Staat über Kriegswaffen oder kann die sich in jeder Privaten auch beschaffen. Wie schaut es aus mit staatlicher Identität? Haben die Leute den Eindruck, zusammenzugehören? Und sonst, ja, mein Gott, also hier leben halt verschiedene Gruppen von Menschen, jeder tut das Seine und solange wir nicht einander in die Quere kommen, soll es auch gut sein. Wie schaut es aus mit der Rolle von Religion für den Staat? Beansprucht Religion prägende Kräfte für staatliche oder prägende Wirkung auf das staatliche Verhalten? Oder ist das in den Bereich von Gesellschaft und Privatleben eingebunden? Wie schaut es aus mit der Existenzgrundlage der Verwaltungsstrukturen? Dann bei der politischen Partizipation wird natürlich geachtet auf Wahlen. Ist die Regierungsgewalt effektiv? Im Vorfeld gibt es Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Was ja alles Voraussetzungen
für das Praktizieren von Demokratie sind. Und so geht es dann weiter über die Rechtsstaatlichkeit, Stabilität demokratischer Institutionen, bis hin zur politischen und gesellschaftlichen Integration. Gibt es ein Parteiensystem, welches die einzelnen Bereiche der Gesellschaft und die dort vorhandenen Interessen abdeckt und zusammenführt, auch Mehrheitsbilder in den Parlamenten zusammenführt, sodass eben sowohl wirkungsvolle als auch demokratisch legitimierte Politik entsteht. Wie schaut es aus mit Interessenvertretung? Fallen Interessen bestimmter Segmente der Bevölkerung ständig unter den Tisch, weil die realen Mächte sich dafür nicht interessieren, wie es den anderen geht? Wie schaut es aus mit der Zustimmung zu demokratischen Normen? Akzeptieren Minderheiten die Mehrheitsentscheidungen deswegen, weil sie sagen, ja, wie will man denn anders Demokratie praktizieren als durch Mehrheitsentscheidungen? Oder akzeptieren Minderheiten Mehrheitsentscheidungen nur, wenn sie mit Gewalt durchgesetzt werden? Was dann die Betriebskosten eines Staates ziemlich steigern. Und wie schaut es aus mit gesellschaftlicher Selbstorganisation? Organisiert sich die Zivilgesellschaft selbst? Übernimmt sie Aufgaben oder wartet sie auf den Staat? Apolitisiert sie sich oder zunächst entpolitisiert sie sich sogar und wird zu einer sozusagen gelachten Gemeinschaft von braven Untertanen? Anhand von diesen Kriterien, und so gibt es auch welche für Wirtschaft und alles Mögliche sonst, sitzen nun Experten da und bepunkten ihr Land. Anschließend wird ein zweiter Gutachter herangezogen, meistens aus dem Land selbst, der von innen heraus ein politisches System versteht, und der prüft die Bepunktung des anderen Experten und deren Begründung. Warum ist in der und der Dimension der und der Punktwert vergeben worden und schlägt gegebenenfalls Änderungen vor. Das ist ein sehr intensives Kontrollinstrument. Dann gibt es eine weitere Gruppe von Wissenschaftlern und Entwicklungspraktikern, die kriegt dann die bislang erarbeiteten Indikatorwerte und vergleicht sie regional und international und sagt, ja mein Gott, wenn man bloß Westeuropa im Blick hat oder wenn man bloß den und den Teil von Asien im Blick hat, ja, da wirkt das schon so, als sei das eigentlich nicht viel, was da an demokratischem Zusammenhalt, an Wettbewerb erreicht ist. Aber wenn man es vergleicht mit afrikanischen Staaten oder sonstigen Staaten, dann ist das doch eher relativ viel. Also weitere Experten, die sozusagen den ganzen Erdball und die gesamte Staatenwelt im Blick haben, die überprüfen das alles und nehmen nötigenfalls oder wenn sie ihnen inhaltlich sinnvoll erscheinen, Korrekturen vor. Und aus den Mittelwerten der aggregierten Bewertung der 17 Kriterien, also 17 Kriterien mit 54 Indikatoren, mit jeweiligen Punktwerten, da gibt es jeweils einen Mittelwert, und aus den Mittelwerten der aggregierten Bepunktungen gemäß der 17 Kriterien berechnet sich dann der Index. Das ist nicht ganz unaufwendig. Und jeder, der sagt, ja mein Gott, da ist immer noch unglaublich viel Subjektivität drin, und der schlage dann bitte ein noch besseres Verfahren vor. Seine Vorschläge oder Ihre Vorschläge werden gewiss mit Interesse entgegengenommen. Bislang scheinen wir nichts Besseres zu haben. Alle zwei Jahre wird er vorgelegt und ist er vorgelegt, dann entsteht, dann wird schon gearbeitet am neuen Index. Was kommt raus? Die Ergebnisse für 2016 sind die, von den 129 Staaten, die keine konsolidierten Demokratien sind, kommt dann ungefähr 20 als konsolidierte oder weit fortgeschrittene rechtsstaatliche Demokratien mit sozialpolitisch flankierten Marktwirtschaften gelten. Die Top 10 aus dem Jahr 2016 sind hier abgetragen. Das kann sich im Laufe der Jahre natürlich ändern, weil eine Demokratie ein Prozessprodukt ist. Sie kann auch verfallen. Einmal erreicht, muss sie nicht auf Ewigkeit bestehen. Insgesamt erfüllen von den 129 Staaten über die Hälfte zumindest die Grundanforderungen an eine rechtsstaatliche Demokratie. Und insgesamt sind so 26 Staaten ohne wesentliche Defizite, Achtung, 26 von den Transformationsstaaten, nicht mit Einschluss der etablierten, konsolidierten Demokratien, die ich Ihnen anhand des Freedom House Index vorhin auf der Folie gezeigt habe. 26 Staaten sind ohne wesentliche Defizite, 36 Staaten sind stark defekte Demokratien. Was eine defekte Demokratie ist, haben wir vorhin ausführlich behandelt. Enklavendemokratien, exklusive Demokratien, delegative Demokratien, illiberale Demokratien. Und sie haben in der Regel erhebliche Mängel an Rechtsstaatlichkeit, haben eingeschränkte Chancengleichheit für die Opposition. Und mitunter gibt es auch Wahlmanipulationen der verschiedensten Art. Und 55 dieser Staaten
sind Autokratien und darunter eben auch gescheiterte Staaten wie Afghanistan, Kongo und so weiter und so fort. Das ist das, was rauskommt. Schauen wir uns mal an, wo denn diese merkwürdige Übergangsgruppe der defekten Demokratien steht. Defekte Demokratien, die entweder zuvor Diktaturen waren, die es auf dem Weg zur rechtsstaatlich eingehegten Demokratie mit sozusagen freigelegter, aber sozialpolitisch eingehegter Marktwirtschaft noch nicht weit genug gekommen sind, oder Demokratien, die abgestiegen sind durch Korruption, durch Verfall von Sitten und weiß der Teufel was, die von vernünftigen, konsolidierten Demokratien zum Status von defekten Demokratien abgestiegen sind. Schauen wir uns an, wie diese defekten Demokratien sich ausnehmen. Wie liest man diese Folie? Hier links haben Sie wieder die politischen Indikatoren, Staatlichkeit, politische Partizipation, Rechtsstaatlichkeit, Stabilität der Institutionen, politische und gesellschaftliche Integration, was wir uns vorhin in Teilbereichen angesehen haben. Das finden Sie anhand der entsprechenden Indikatorwerte, die erzielt worden sind, hier angetragen. Ganz in hellem Gelb die Indikatoren für politische und gesellschaftliche Integration. Da wird das Gelb immer heller bis zur nicht mehr Erkennbarkeit. Aber auf den ausgedruckten Folien sollten Sie es sehen können. Das sind die Punktwerte in den Säulen, die erreicht worden sind von den unterschiedlichen Sorten defekter Demokratien. Die blaue Linie gibt die Mittelwerte bei all diesen Indikatoren an, bei den als Demokratie einzustufenden politischen Systemen. Und die rote Linie gibt die Mittelwerte an bei den als Autokratie, als Diktatur einzustufenden politischen Systemen. Zu sehen, die wenigsten Unterschiede gibt es bei der Staatlichkeit. Wenn eine Diktatur sonst nichts kann, den Staat stabil machen kann sie, und so fängt er auch Staat als verfestigter Zustand gesellschaftlicher Verhältnisse, wie ich es in der ersten Stunde Ihnen dargelegt habe, ja auch an. Politische Partizipation, da sind die Werte in Diktaturen naturgemäß wesentlich geringer, bei der Rechtsstaatlichkeit auch nicht besonders. Stabilität, ja, Diktaturen, ich erzählte es Ihnen ja schon, wirken sehr stabil, aber weil sie ja nicht eine von innen begründete Legitimität haben. Sind Diktaturen immer dann, wenn etwas schiefläuft, Naturkatastrophen, Unruhen, Bedrohungen von außen oder Reformversuche der politischen Elite, immer schnell vom Zusammenbruch bedroht? Und bei der politischen gesellschaftlichen Integration schaut es etwas besser aus, weil etwa wohlmeinende Diktaturen, doch auch Versuche von Sozialstaatlichkeit und so weiter, viel zur gesellschaftlichen Integration beitragen können. In all diesen Fällen sind aber die defekten Demokratien den Diktaturen überlegen und in allen Bereichen schneiden Demokratien bei der Sicherung von Staatlichkeit und bei dem, was einen Staat stabil macht, lernfähig macht, wie Partizipation und so weiter, was die Bevölkerung frei macht, wie Rechtsstaatlichkeit, bei all dem schneiden Demokratien besser ab. Das heißt, die Faustregel lautet, konsolidierte Demokratien sind besser als defekte Demokratien, wer hätte das gedacht? Aber defekte Demokratien, so sehr man sie kritisieren mag, sind immer noch besser als Autokratien, als Diktaturen. Und folglich ergibt sich auch aus der Betrachtung von Befunden wie diesem, der Rat, der dem, was westliche Politik jahrzehntelang gewesen ist, zutiefst zuwiderläuft, man soll erst einmal versuchen, funktionierende Autokratien aufzubauen oder dort, wo es sie gibt, sie intakt zu erhalten. Man soll dann versuchen, Autokratien, also Diktaturen, zu wohlmeinenden Diktaturen werden zu lassen, zu Entwicklungsdiktaturen, zu Erziehungsdiktaturen. Und erst wenn das alles funktioniert und zugleich der Leitgedanke von Demokratie an in eine Gesellschaft vorhandene kulturelle Muster anknüpfen kann, dann soll man darauf hinwirken, dass Demokratie, als das zumindest nach unseren historischen Erfahrungen erfolgreichste, weil leistungs- und lernfähigste politische System entstehen kann. Der Westen war lange Zeit der Ansicht, das einzige Heilmittel für die Menschheit besteht in der Errichtung von Demokratie. Wo immer auf der Welt eine Diktatur ist, soll die Diktatur beseitigt werden und dann wächst sozusagen von selbst Demokratie. Und dann ist alles perfekt. Das ist eine absolute Illusion gewesen, die inzwischen, wie mir scheint, von mehreren Leuten begriffen wird. Das muss aber dann wohl auch dazu führen,
dass man eigenen demokratischen Regierungen keine allgemeinen Vorwürfe macht, wenn sie mit Diktaturen kooperieren, paktieren. Dass man einer eigenen demokratischen Regierung nicht den Vorwurf der Doppelzüngigkeit macht. Ihr seid stolz darauf, eine demokratisch legitimierte Regierung zu sein. Und statt der anderen Regierung zu sagen, hey, mit euch Schmuddelkindern spielt ein anständiger Staat wie der unsere nicht, macht ihr euch mit denen gemein, schließt Handelsverträge, ja, liefert denen sogar Waffen. Das ist die typische Reaktion von liberalen und westlichen Öffentlichkeiten. Und es ist gut verständlich. Aber wenn man nicht einfach seinen gesinnungsethischen Vorlieben nachgeht, sondern zur Kenntnis nimmt, wie die Welt funktioniert, und Verantwortung dafür übernimmt, dass es eher weniger Bürgerkriege gibt als mehr Bürgerkriege, dann wird man sich zur Einsicht durchringen müssen, dass immer noch besser als Bürgerkrieg eine funktionierende Diktatur ist. Und dass man folglich Diktaturen sehr wohl stabilisieren soll. Und das ist eine der aktuellen politischen Debatten. Fußnote dazu. Es gibt Diskussionen darüber, ob man einer Diktatur wie der saudischen Diktatur Waffen liefern soll. Also manche nicht allzu große, aber auch nicht vernachlässigbare Staaten wie der deutsche Staat sind dann stolz wie Lumpi, wenn sie sagen, den Saudis liefern wir keine Waffen. Und dann wird die Diktatur dort schon merken, dass wir wollen, dass es eine Demokratie wird, dann würden wir ihr nämlich Waffen liefern. Tja, und dann sagen einfach die Saudis, dann beschaffen uns die Waffen doch von McDonalds, also von dem amerikanischen neuen Präsidenten, der dann froh ist, über Waffenexporte gigantischer Art Jobs zu generieren und wahrscheinlich nicht im heftigen Widerstand eines nennenswerten Teils seiner Bevölkerung. Die dann irgendwann sagt, wenn die Deutschen schon die Welt mit den Autos überschwemmen, dann sollen sie nicht auch noch ihre Kampfpanzer Leopard und ihre Unterseeboote und Brennstoffzellen überall hin verkaufen. Das machen wir, America First. Ich hoffe, Sie sehen an dem Beispiel, wie leicht es ist, sich in hehre moralische Prinzipien hineinzuflüchten. Und wie ethisch stressig es ist, den Befund dieser Folie zur Kenntnis zu nehmen und zur Richtschnur für Politik zu machen. Das Wesentliche ist, dass politische Ordnung besteht. Und sei es eine Diktatur. Und dann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann kann man sich bemühen, Freiheit und Partizipation zu sichern. Aber man darf nicht den Wagen vor das Pferd spannen. Das Pferd, politische Stabilität, muss vor den Wagen gespannt werden. Also da ist Freiheit und Partizipation. Und nochmal, leider Gottes sind unsere Reflexe andersrum gepolt. Und das ist in Demokratien für die Regierenden, die vernünftig handeln wollten, oft ein großes Hindernis. Soviel zur Messung von Demokratie. Schauen wir an, wie sich Demokratie entwickelt hat im Lauf der Zeit seit der Französischen Revolution, als es auch die normativen Voraussetzungen für das Wiederentstehen von Demokratien im größeren Staatswesen gab. Die erste Welle von Demokratisierung war nach Samuel Huntington, der folgenreich diese Sache klassifiziert hat, war die des 19. Jahrhunderts, nach den Wirren der Französischen Revolution, nach der Konsolidierung der Ergebnisse der napoleonischen Kriege, auch nach den in den europäischen Kolonien, die sich dann zum großen Teil durch die Selbstzerstörung europäischer Mächte stabilisieren und unabhängig machen konnten. Nach dieser Zeit im liberalen 19. Jahrhundert ist die erste große Welle von Demokratisierung zu sehen. Das ist das lange liberale 19. Jahrhundert. So entstehen neuzeitliche Demokratien in vielen Staaten der Welt. Wo, das schauen wir uns später auf einer anderen Folie an. Die zweite Welle beginnt dann im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die erste Welle endet mit der Krise des liberalen Staates. In Europa zusammenfallend mit Ersten Weltkrieg, Zusammenbruch der monarchischen Systeme, der Aufstieg des Faschismus und seiner Diktaturen. Die zweite Welle beginnt mit den Niederringern der faschistischen Diktaturen und mit der Unabhängigkeitsbewegung in vielen Teilen der Welt, wohl ehemaligen Kolonien, insbesondere von England und Frankreich als die größten noch damals noch bestehenden Kolonialmächten unabhängig werden. Und die dritte Welle
In der Einteilung nach Huntington vollzieht sich dann eines Teils im europäischen Bereich in den mittleren 70er Jahren, als die Griechen, als die Spanier, als die Portugiesen ihre Diktaturen abstreifen. In den 80er Jahren werden dann aus den lange Zeit diktatorisch regierten lateinamerikanischen Staaten oft Militärdiktaturen, Demokratien und so auch in manchen Bereichen Asiens. Südkorea streift in den 80er Jahren so ein diktatorisches Regime ab und so weiter und so fort. Und dann in den frühen 1990er Jahren, dass große Teile des ehemaligen sowjetischen Imperiums sich Demokratien zulegen und auch Teile Schwarzafrikas Demokratien aufzubauen versuchen. Das sind so die drei großen Demokratisierungswellen seit Beginn neuzeitlichen Politikverständnisses nach der Französischen Revolution, und das hat weitgehend Anerkennung gefunden, denn das sind auch die Entwicklungen, die wir historisch auffinden. 1993 hatte gut die Hälfte der Länder weltweit kompetitive Wahlen, ab und zu mehr gefaked, ab und zu nicht gefaked, hatte über die Hälfte der Länder staatliche, zumindest verfassungsmäßige Garantien von persönlichen und politischen Individualrechten. Ob die in der Praxis durchzusetzen waren, die Frage des Kalten, ja, das ist ein weites Feld. Und es waren immerhin, bei aller Unvollkommenheit von manchen Regimen, damals mehr als doppelt so viele Länder mit kompetitiven Wahlen als dem Kern von Demokratie als auch 20 Jahre zuvor. Die Schwächezonen von Demokratie waren und sind bis heute die islamischen Staaten, wo es nicht an Staatlichkeit gebricht. Die islamischen Staaten waren von Anfang an sehr stabil, seit der islamischen Expansion im 7. Jahrhundert, denn dort, wo die Araber als dünne erobere Schicht die Macht an sich brachten, bestanden die ungestörten Verwaltungsstrukturen des Römischen Reiches fort, im ganzen südlichen Mittelmeer. Sie bestanden fort in Syrien, und wo die Römer vom sassanidischen, das gleich persischen Reich abgelöst worden waren, wir sind zum Iran und zum Hindukusch hin, dort konnte man sich auf die Verwaltungsstrukturen des sassanidischen Reiches verlassen. Also Staatlichkeit war im islamischen Bereich niemals das Problem. Das Problem war, dass eben die prekäre Beziehung von Religion und politischer Macht im Islam, wo ja es keine autonom legitimierte politische Macht gibt, sondern alle irdische Macht sich von göttlicher Macht ableitet, und wo es keinen abendländischen Dualismus zwischen weltlichen und geistlichen gibt, dort waren eben die Voraussetzungen für Gewaltenteilung, individuelle Bürgerrechte und somit Demokratie nicht gegeben. In Afrika haben wir die nächste Schwächezone von Demokratie. Das hat ganz wesentlich damit zu tun, dass in Afrika Staatlichkeit ohnehin nur insular entwickelt war. Achtung, hier darf man sich keine falschen Vorstellungen machen. Es gab in Afrika hochentwickelte Staatlichkeit. In Simbabwe im 8. Jahrhundert große staatliche Strukturen, von denen wir leider keine schriftlichen Quellen, aber wohl Monumentalbauten haben, die ohne große gesellschaftliche Organisation und politische Stabilität nicht gestaltet werden hätten können. Als die Portugiesen nach Benin kamen, nördlich vom Kongo, trafen sie dort auf hochentwickelte eisenzeitliche politische Strukturen. Und wie die frühen portugiesischen Entdecker oder Kaufleute schrieben, in keiner Weise europäischen Staaten oder europäischen Städten nachstehend. Überdachte Straßen, Einkaufszonen und so weiter. Ähnliches in Ostafrika, davor in Mauretanien, Timbuktu und so weiter, als große Universitätsstadt. Aber aus im Einzelnen jetzt nicht nachzuzeichnenden Gründen ist diese Staatlichkeit nie so auf Dauer gestellt worden wie die europäische Staatlichkeit. Und dann kommt Kolonialismus, das Paktieren von Kolonialmächten mit lokalen Führern, der entstehende Sklavenhandel, an dem ja die autonomen Machtträger ganz wesentlich die Ursache tragen. Es ist ja nicht so, als ob da die Portugiesen und die Spanier und die Engländer auf Sklavenjagd gegangen wären. Die Sklaven sind eben zugeliefert worden von lokalen Machthabern, was in Afrika eine Tradition bis zur ägyptischen Zeit zurückgeht hat. Und dann natürlich die koloniale Überformung, wo europäische Staaten nach ihren europäischen Interessen Grenzen ziehen, Verwaltungsregime etablieren, wo dann nach der Unabhängigkeit staatliche Strukturen entstehen, wo die gesellschaftlichen Voraussetzungen dafür nicht da sind. Wo die gleichen Standesloyalitäten auf 2, 3, 4 politische Systeme aufgeteilt werden sollen.
Und Schwächezonen von Demokratie haben wir auch noch in den ehemaligen kommunistischen Staaten Asiens. Einesteils in Zentralasien, weil dort islamisch-despotische Tradition fortbesteht. Und halt jetzt unter Politikern wie Nazarbayev oder Turkmenbashi und so weiter sich in teils auch lustig folkloristische, aber zugleich ziemlich menschenverachtende moderne Diktaturgebilde ummünzt. Zum Teil, weil Demokratie in einem Staat wie, in einer Kultur wie der chinesischen, ohnehin keinen Stellenwert hat. Es geht um Harmonie, um geordnete Entwicklung, um Respekt und Fürsorge, darum, bestehende Strukturen nicht kaputt zu machen. Demokratie braucht es eigentlich nicht, wenn die Oberen auf die Unteren Rücksicht nehmen und die Unteren auf die Oberen. Also das sind so weltweit die Schwächezonen von Demokratien, die von den Demokratisierungswellen auch nicht so richtig, auch nicht flächendeckend, so will ich sagen, und nachhaltig berührt worden sind. Wenn wir das Ganze uns in Zahlen ansehen, seit 1800, also seit der Französischen Revolution, verfolgen wir erstmal die blaue Linie. In Hamburg gibt es natürlich so gut wie gar keine Demokratien. So nach dem Vormärz, nach der Revolution von 1848, Bürgertum setzt sich durch, gewinnt politische Rechte, klettert die Anzahl von Demokratien an. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo viele Staaten aus der Erdmasse des Russischen Reiches, des Osmanischen Reiches, des Habsburger Reiches neu geschaffen werden, da steigt die Zahl von Demokratien an, aber in etwas unglücklichen Umständen, um es milde zu sagen. Es kommt die Zeit der Krise des liberalen Staates, es kommt die Zeit der Faschismen, die Demokratiezahl geht zurück. Nach 1945 werden Staaten neu begründet, es geht nach oben, auch mit der ganzen Entkolonialisierung. Die Welle der 70er Jahre in Europa, in Südamerika, dann schießt das Ganze mit dem Ende der kommunistischen Diktatur nach oben und klettert, wobei die demokratische Qualität, wie auf dem Bertelsmann-Transformationsindex zu sehen, nicht immer über alle Zweifel erhaben ist. Umgekehrt, wenn Sie auf die Welt der Diktaturen, der Autokratien gucken, natürlich, das ist die typische Herrschaftsform überall auf der Welt und ist es weltweit, natürlich auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die meisten Staaten, die es gibt, autoritär, das steigt sogar noch an mit dem Ende der revolutionären Phasen, mit der Neuetablierung von auf Legitimität in Europa gegründeten politischen Systemen. Das bleibt stabil, das wackelt ein wenig nach der 48er Revolution. Das geht dann mit immer weiteren Ausdehnungen von Wahlrecht. Denn das ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, als, wie ich auf einer anderen Folie Ihnen ja schon gezeigt habe, zunächst das allgemeine Männerwahlrecht sich immer mehr verbreitet, wo das Zensuswahlrecht auf immer mehr Teile der Bevölkerung ausgedehnt wird. Da geht dann die Zahl der Diktaturen zurück. Mit der Krise des liberalen Staates, Aufstieg der Faschismen, steigt das natürlich an. Ja, und mit dem Aufbau von Sowjetmacht und von teils sozialistischen, teils vom Westen unterstützten Diktaturen in der ganzen postkolonialen Erdmasse geht die Zahl nach oben und sinkt rapide mit dem Ende des Sowjetreiches und den entsprechenden Subsidienmöglichkeiten der Sowjetunion nimmt die Zahl ab, ja bricht nachgerade ein. So, und dann haben wir noch den schwarzen Bereich, die Anokratien, also wo nicht richtig regiert wird, wo wir fragile Staatlichkeit haben, marginale Staatlichkeit, Problem des scheiternden Staaten. Naja, das hängt dann auch davon ab, was die Bezugsfolie ist, was erwartet man von einem Staat. Dahinter verbergen sich Diktaturen, die nicht mehr anständig diktieren wollen, wo also politische Macht versickert und keine ordnende eiserne Faust mehr da ist, ohne dass eine Demokratie an deren Stelle sei. Im Grunde ist es dann die typische Herrschaftsweise eines großen Teils der politischen Systeme. Dann gibt es die ganzen Konvulsionen der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkrieges. Ja, und dann schaut alles eigentlich gut aus, denn es gibt jede Menge von Diktaturen, auch anständig teils von der Sowjetunion, teils vom Westen finanziert. Tja, die brechen dann zusammen. Und nicht nur die Anzahl von Demokratien nimmt zu, wie hohl und unvollkommen sie auch sein wollen, sondern eben auch die Anzahl von Staaten, die nicht richtig regiert werden, also von scheitenden, gescheiterten, marginalen Staaten. Kurzum jene Probleme, über die wir vor einigen Wochen schon ausführlich gesprochen haben. Auf der Folie sehen Sie nochmal die Ausbreitungsdaten in verschiedenen Darstellungen. Prozentanteil der kompetitiven politischen Systeme pro Jahr,
also wie viel pro Jahr bestanden haben. Das, was ich Ihnen vorhin vorgeführt habe, können Sie hier wiederum sehen. Am Anfang kaum kompetitive Systeme, im langen liberalen 19. Jahrhundert steigen die an. Krise des liberalen Staates, Zeitalter der Faschismen, Neubegründungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und viele von den gegründeten unabhängigen Staaten transformieren sich in Diktaturen, bis dann in der Demokratisierungswende der 70er und dann der 90er Jahre der Anteil kompetitiver Systeme steigt. Und wenn man wenigstens nach den Kriterien von minimaler Demokratie vorgeht, ja, dann sehen Sie im Grunde das gleiche System. Natürlich setzt minimale Demokratie später ein als im Prinzip kompetitive Systeme, aber sonst haben wir das gleiche Muster. Aufstieg, Krise des liberalen Staates, Zeit der Faschismen, Unabhängigkeit und so weiter, Reetablierung von Diktaturen und dann nach deren Wegfall der große Anstieg. Hier sehen Sie das Gleiche nochmal, das müssen wir im Einzelnen nicht durchgehen. Wir haben noch einige Zahlen oder einige Namen von Staaten, die sich da demokratisiert haben. Und das alles ist ganz nett anzusehen. In nicht wenigen Fällen, und ich zeige es Ihnen schon auf den Folien, folgte auf Demokratisierungswellen das, was man eine Reautorisierungswelle nennt. Das finden wir auf der nächsten Folie beschrieben. Von den 17 Staaten, die nach dem Ersten Weltkrieg sich demokratische Institutionen zulegen, haben nur ganz wenige, ein Viertel, diese demokratischen Institutionen auch in den 20er und 30er Jahren beibehalten. Das ist das, was ich die ganze Zeit das Zeitalter der Faschismen nenne. Das ist die erste Gegenwelle, das ist die Modernisierungskrise des bürgerlichen Staates, des liberalen Staates, wo auf der einen Seite faschistisches Gedankengut von der Unregierbarkeit und von der Beliebigkeit und inneren Widerstandslosigkeit liberaler Demokratien zu autoritären Staatsmodellen führte und wo zum anderen der Reiz, der nach der Oktoberrevolution von 1917 von der Sowjetunion ausging, verbunden mit der wissenschaftlichen Weltanschauung der Arbeiterklasse, zur Vorstellung führte, dass der liberale Staat ohnehin zum Untergang verurteilt ist und durch kommunistische Staaten ersetzt werden muss, die auszubreiten, man sich reichlich bemühte. Und nach dem Niederringen der Faschismen in Zentraleuropa war der freie Bahn, weswegen der Sozialismus sein Friedenswerk in ganz Osteuropa und in beiden Teilen Afrikas und Asiens dann anfangen konnte. Und als es angefangen hatte, merkte man, das sind genauso autoritäre Systeme wie Faschismen, freilich mit anderen Zielsetzungen und anderen theoretischen Begründungen. Ein Drittel der 32 im Jahr 1958 nach Beginn der Entkolonialisierung entstandenen funktionierenden Demokratien, ein Drittel dieser Demokratien waren in den 1970er Jahren wieder diktatorisch, weil die Staaten überfordert waren, weil man demokratische Staatlichkeit überbeanspruchte, weil irgendwann außerhalb von Europa und von Nordamerika die gigantische Prosperität der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zunahm. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Argentinien und Uruguay in der Spitze der reichsten Staaten der Welt. Aber wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Modernisierung hält nicht Schritt mit dem, was sich andernorts tut. Schlechtes Regieren, Akkumulation von Reichtum bei kapitalistischen und landbesitzenden Eliten ruiniert die Wirtschaften und die Staaten. Und so entsteht dort politisches Krisengewerbe und sowas führt in der Regel zu Diktaturen. Und deswegen gibt es diesen Rollback, diese Reautorisierungswelle der 60er Jahre. Es gab, und das ist die große Hoffnung, keine so große Reautorisierungswelle nach der Demokratisierungswelle der 1990er Jahre, als in der Erdmasse der Sowjetunion und den etlichen afrikanischen Staaten sich Demokratien ausbreiteten. Allerdings entwickeln sich Russland, Weißrussland, die Ukraine zu autoritären Regimen zurück, die zentralasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken ohnehin. In Zahlen kann man das auch ausdrücken, das will ich aber jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Hier finden Sie nochmal die Staaten, die von den Demokratisierungswellen und den Reautorisierungswellen betroffen worden sind. Und durch Blick auf diese Tabelle können Sie die Komplettheit oder die Lückenhaftigkeit Ihrer historischen Kenntnisse überprüfen. Und wo immer Sie merken, von diesem Teil der Welt habe ich keine Ahnung, da sollten Sie sich daran machen, durch eigene Lektüre diese Lücken zu schließen. Das nach Demokratisierungswellen stets wiederkehrende Problem besteht und wird wohl immer bestehen im Folgenden.
In einer Demokratisierungswelle gibt es immer Triebkräfte der Demokratisierung, die, wenn Freiheit errungen ist, weil sie sich in Revolution und Opposition zur Diktatur bewährt haben, die gegründet auf diese Legitimität ihrer ruhmreichen Vergangenheit gibt es Gruppen, welche die politischen Ämter beanspruchen. Revolutionsführer werden Staatspräsidenten. Und das sind auch ganz vernünftig so. Aber es kommt häufig vor, dass solche Gruppen zur Meinung kommen, sie hätten es verdient zu regieren. Und sie hätten es nicht verdient, wieder von der Macht abgewählt zu werden. Oft wehren sich nachrevolutionäre Führungsgruppen ihrerseits von der Macht durch freie Wahlen wieder vertrieben zu werden. Deswegen versucht man dann die Bürgergesellschaft zu limitieren, Wahlen so auszugestalten, dass man nicht abgewählt wird und verstärkt auf diese Weise natürlich zivilgesellschaftlichen Widerstand, weil natürlich die Gegner in einer nominellen Demokratie dann schon merken, die jetzigen Machthaber wollen uns niederhalten. Was ist dann der Unterschied der jetzigen Demokratie zur früheren Diktatur? Lediglich der, in den Augen von manchen, dass die Diktatur ausübenden Kräfte gewechselt haben. Was ab und zu ungerecht ist, aber ab und zu auch zumindest ein Körnchen Wahrheit enthält. Und die Folge ist natürlich Widerstand der Bevölkerung, die sich gegen die neuen Machthaber wehrt. Und die neuen Machthaber sagen, ja, um Gottes Willen, es haben eigentlich so schön einen revolutionären Neuaufbau gemacht. Das können wir doch jetzt nicht aus der Hand geben. Folglich müssen wir diesen uns als illegitim vorkommenden Widerstand gegen unsere Herrschaft niederschlagen. Na, das macht man dann. Und dann ist man wieder in der schönsten Situation des Bürgerkriegs befangen. Das ist ein leider Gottes sehr häufiges Muster und es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Muster so schnell aus der Welt verschwindet. Beenden wir die Sache, indem wir einsteigen in den Streit um Demokratie. Ist Demokratie was Gutes, was Schlechtes? Ist sie das, wonach alle Staaten sich sehnen sollten, ist das dasjenige, worauf die Geschichte hintreibt und was es an dergleichen Überschuss Argumenten und Hoffnungen mehr gibt. Wir müssen feststellen, dass nur eine Minderheit der Bevölkerung unseres Planeten Demokratie überhaupt als eigene Anschauung kennt. Für die allermeisten ist Demokratie etwas, was sie gar nicht kennen oder was sie nur in medial verzerrter Form, wenn überhaupt, kennen. Freedom House zeigt uns für 2016 an, dass ungefähr 40% der Weltbevölkerung in Demokratien leben, 60% nicht. Von diesen 40% lebt allein 1 Milliarde in Indien. Eine Demokratie, die auch nicht gerade die perfektest funktionierende auf der Welt ist. Und wenn wir die Inder wegstreichen, ist es dann ein relativ kleiner Teil der Weltbevölkerung, ungefähr so 20-25% der Demokratie aus eigener Anschauung kennt und folglich von innen her ein Verständnis für Demokratie, ihren Wert und ihre Voraussetzungen zur Entwicklung vermachen. In klar undemokratischen Ländern leben 36% der Weltbevölkerung. Und ob wirklich alle in Indien ihre Lebensverhältnisse als demokratische erleben, insbesondere wenn sie den nicht aufstiegsprivilegierten Unterschichten angehören, ist eine Frage. Unter wenigstens Haltfreibedingungen lebt ein Viertel der Menschheit. Und folglich muss man sagen, aus der Sicht der meisten Kulturen gibt es keine Erfahrungen mit praktizierter, effektiver Demokratie. Und wo es keine Erfahrungen gibt, gibt es auch keine positiven Erfahrungen. Da gibt es so Wunschbilder. Demokratie ist, wenn man ins Land kommt und wird von vorne bis hinten umsorgt. Wer nach Deutschland kommt, der bekommt vom Staat ein Haus und ein Auto und der bekommt Geld, kann sich alles kaufen. Das ist Demokratie. Und wenn es nicht so ist, dann ist es keine Demokratie, sondern man wurde enttäuscht. Oder aber Demokratie, das ist Dekadenz, da gilt Gottes Wort nicht mehr, da machen die Leute, was sie wollen, da konsumiert man Rauschgift, da wissen die Leute nicht, was richtig ist, deswegen streiten die sich sogar über elementare Sachen. Das kann kein Modell für uns sein. So ein Staat ist eher des Teufels als der göttlichen Weltordnung entsprechend. Tja, das ist die Grundtatsache, der man gerade in einer globalisierten Welt ins Auge sehen muss. Und die wichtigsten Grundsatzpositionen der Kritik an der Demokratie, die können wir nun ganz knapp noch benennen, um sie in späteren Stunden zu vertiefen. In islamischen oder islamisch-fundamentalistischen Staaten wird Demokratie grundsätzlich als problematisch erklärt, weil ja Gottes Wort nicht verhandelbar ist.
Gott hat sich geoffenbart im Propheten Mohammed. Er hat uns klar gesagt, wie man leben muss, wenn Friede besteht. Und da braucht es einfach keine Demokratie. Der zweite große Komplex von Kritikpositionen grundsätzlicher Art an der Demokratie ist das, was ich nenne, Demokratie asiatischer Art. Es kommt darauf an, Harmonie und gute Entwicklung in einer Gesellschaft zu haben. Es ist nicht wichtig, dass jeder das sagt, was er will und tut, was er will. Wichtig ist, dass alle an einem für alle guten Gemeinschaftswert, jeder an seinem Platz beteiligt sind und es nach Möglichkeit keine Korruption gibt. Das ist so taoistisch-konfuzianische Staatsdenken. Es gibt die Position, die diese begriffen haben, auch ich vertrete, Autoritarismus, der Regierbarkeit willen ist nicht abzulehnen. Im Zweifelsfall ist eine Diktatur, den Bürgerkrieg vorzuziehen. Und es ist zu begreifen, dass Demokratie nicht aus dem Nichts entstehen kann. Und obendrein viertens monistische Positionen. Wir wissen, was gut ist, weil wir eine wissenschaftliche Weltanschauung haben, weil Gott sich nur offenbart hat, weil wir einen tollen Führer haben, dem wir vertrauen. Und deswegen wissen wir, welche Leitideen wir in der Gesellschaft zugrunde legen, das heißt, die aufzwingen müssen. Und da brauchen wir gar keine Demokratie, sondern wir müssen das Richtige tun. Und wenn die Leute das Richtige nicht wollen, dann haben sie auch jeden Anspruch darauf verwirrt, partizipieren zu dürfen. Das sind so die großen Kritikpositionen, von denen eine gründlich begründet ist, vielleicht die asiatische auch noch. Bei den anderen habe ich erhebliche Zweifel, ob sie wirklich mit Vernunftgründen aufrechtzuerhalten sind. Aber von alledem sprechen wir in späteren Stunden. Bis nächste Woche. Alles Gute.